Was ist eigentlich Elektromagnetismus? Keine Ahnung. Hat es vielleicht etwas mit Magneten, mit Anziehungskraft, mit Magnetfeldern, mit Antrieb, mit Nord- und Südpol, mit Physik oder mit Rot und Grün zu tun? Also nahm Hannes ein Lexikon zur Hand. Dort steht, dass 1820 der dänische Physiker Hans Christian Ørsted während eines Experimentes einen Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus entdeckte. Dabei wird jeder elektrische Strom von magnetischen Feldchen umschlossen und ist jeder sich ändernde magnetische Fluss von elektrischen Feldchen umgeben. Hä? Wie jetzt? Ganz schön kompliziert. Aber wie hängen jetzt Magnetismus und Elektrizität eigentlich zusammen? Magnete üben anziehende Kräfte auf ferromagnetische Stoffe aus. Jeder Magnet hat einen Nord- und einen Südpol. Ist ein Magnet frei drehbar, stellt er sich in Nord-Süd-Richtung ein. Das magnetische Feld verläuft immer von Nord nach Süd. Auch eine stromführende Spule erzeugt um sich herum ein elektromagnetisches Feld. Die Wechselwirkung zwischen Elektrizität und Magnetismus wird als Elektromagnetismus bezeichnet. Diese Entdeckung führte zur Entwicklung von Elektromotoren. Im Elektromotor führt ein Stromfluss zur Drehung einer Spule im Magnetfeld. Die Drehung kommt durch die Abstoßung und Anziehung der Magnetpole zustande. Durch die Umschaltung des Stromkreises kommt es zu einer dauerhaften Fortführung der Drehung der Spule. Elektromagnetismus findet man fast in jedem Gegenstand. In der Waschmaschine, in der Mikrowelle, in dem Autoscheibenwischer, im Bankautomaten, im Computer und im Mobiltelefon gibt es Elektromagnetismus. Ohne Elektromagnetismus hätte ich diesen Erklärfilm gar nicht machen können.